Ja, ich würde sagen, die DDR-Zeit war komplizierter. Okay. Kompliziert ist ja erst geworden, wo der Otto kam. Ja. Wie gesagt, in der Ziegenbalg konnte ich machen, was ich wollte. Der hat mich in Ruhe gelassen. Der saß nicht mit drin bei der Spielauswertung oder Vorbereitung. Ich konnte frei arbeiten. Deswegen bedauere ich muss es hier nochmal deutlich sagen, ich bedauere das, dass hier auch viele Fans das nicht richtig verstanden haben, die auf den Ziegenbalg drum gehackt haben und den Otto gewählt haben. So. Das war der Untergang von Dynamo Dresden. Das behaupte ich einfach mal. Ja. Otto war der Untergang von Dynamo Dresden. Was wir heute sind, wir spielen dritte Liga. Ich hoffe aber, ich bin nicht gegen Dynamo. Ich bin für Dynamo. Ich gehe zu jedem Spiel und ich möchte, dass wir gerne aufsteigen. Nicht nur in die zweite, ich möchte auch gerne, dass wir in die erste Bundesliga aufsteigen. Dort gehört Dresden mit seinem Publikum hin.